Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Medieval 2 Total War. In der Sisyphos-Arbeit mit der Eroberung von Griechenland. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen zurück und freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir spielen selbstverständlich nach wie vor noch immer noch exklusiv und intensiv als die Türken. Errichten aber so allmählich hier so ein osmanisches Großreich, ein Soßreich. Wenn ich mir das hier mal alles so anschaue, wir haben echt eigentlich so, nicht die Hälfte von Italien, weil da ist der Umkreis auch noch mit dazu, aber wir haben echt schon große Teile hier eingenommen. Es ist mir eine Ehre zu dienen. Durazzo ist die letzte Stadt hier unten eigentlich noch. Und danach fiel hier nur noch... Ja gut, Zagreb, das ist ja schon nicht mehr Griechenland. Oh, da sitzt aber auch einiges drin. Gut, dass ich Ragusa gut befestigt habe. Ein General wäre mal nicht schlecht. Habe ich nicht vor einiger Zeit mal einen auf dem Seeweg versucht zu schicken? Er ist wahrscheinlich umgebracht worden oder an Altersschwäche gestorben. Wie heißt der ich lebe, um zu dienen, Sultan. Also wir haben schon noch einiges an Conquest hier vor uns. Was mich nach wie vor noch ein bisschen beunruhigt sind, die Russen, weil die kommen. Und natürlich hier Kiew, die jetzt auch wieder Armeen spammen ohne Ende. Aber was die können, das können wir ja schon lange. Das Einzige, was mich in dieser ganzen Sache ein bisschen stört... Huch. Kann man hier fortbilden. Ihr habt Glück, dass der Herr für unsere Sünden... Unsere Feinde werden leiden. Genau, weil ich wollte gerade sagen, genau, wir sind jetzt hier am Fortbilden von den Armeen. Die hier ist voll. Was wünscht ihr? Die hier könnte jederzeit losschlagen eigentlich. Was haben wir denn hier? Belgrad. Was sitzt denn da drin? Nicht viel. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie viel eigentlich der Byzantiner noch ins Feld führen kann. Beachtet man mal... seine ganzen Niederlagen in letzter Zeit gegen mich. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Eigentlich wollte ich ja erstmal Frieden haben hier drüben, ne? Dass ich mich so ein bisschen nach Europa rein ausbreiten kann, aber ich fürchte, das wird nichts. Wir haben jetzt 300 Runden gespielt. Wir sind im Jahr 1235, im Sommer, um genau zu sein. 1235 nach Christus. Nach Christus. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ja, ich könnte jetzt natürlich hier waghalsig alle möglichen anderen Fraktionen noch angreifen. Aber ihr kennt mich, glaube ich, lange genug als Total War Spieler, dass das nicht mein Stil ist. Ich muss euch nur ehrlicherweise auch gestehen, oh, Frankfurt wurde erobert. Die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches. War das nicht Aachen? Oh, okay, ja. Da ist jemand gestorben. Unsere Feinde werden leiden. Was wollte ich sagen? Ja, es ist gerade nur so ein bisschen müßig, muss ich gestehen, immer Medieval zu spielen, weil halt einfach die Engine schon so alt ist. Es ist wahnsinnig cool. Es ist wahnsinnig, wie soll ich sagen, es gibt wahnsinnig viele Mods. Ich habe mir erst letztens mal wieder The Third Age installiert und auf den Wunsch einiger Zuschauer hin habe ich mir auch Westeros mal wieder installiert, aber das ist einfach, also zumindest diese eine, dieses Westeros dunkle Schwingen, also das kann man ja echt in der Pfeife rauchen. Man kann es ja nicht mal auf Full HD spielen. Wir sind zum Angriff bereit. Es stürzt halt ständig ab. Dschihad fast beendet. Auch wenn es die ergebenen Muslime geben wird, die diesen Kampf bis zum bitteren Ende fortsetzen werden, wird dieser Dschihad bald enden. Wenn mehr Truppen die Gefolgschaft verweigern, ihr solltet mehr Truppen für den Dschihad entsenden oder er endet in 5 Runden. Der Dschihad geht auf Rom, oder? Ja. Ne, ich habe jetzt eigentlich gerade gar keine Lust, einen Dschihad auf Rum. Oh, ja, komm, dann soll er halt enden. Ah, der Soßbazar ist fertig. Sehr schön. Naja, was wollte ich sagen? Ja, es ist ein bisschen müßig, wenn es nicht gescheit funktioniert. Das ist was mich halt ultra nervt, ne? Und...
Das gilt nun mal leider für Westerosos. Also Westerosos. Ciao. Sass. Sein Leben neigt sich dem Ende entgegen. Scheiße. Ah ja. Ah. Bin bereit, mein Soldat. Oh, ich feiere das gerade, wo ist denn der Franzose? Komm. Gilom Magliori. Ja, hast du dich anders verdient. Oh Gott. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Naam, Meister. Gib mir ein Ziel und ich bringe ihm den Tod. Bin bereit, mein Sultan. Wie der Sultan. Immerhin gehört Bologna noch zum Reich. Beziehungen verbessert. Sass. Was wünscht ihr? Okay. Hier wird fortgebildet. Ich muss noch Ungläubige töten. Sultan. Was wünscht ihr? Ja, sogar Bran hier gehört den Dingens. Ja. Was sind da drinnen? Oh, da ist auch wieder mal gar keine kleine Garnison drin, ne? Also. Sass! Beziehungen verbessert. Wie geil. Okay, das hatte mich jetzt gerade nur etwas amüsiert. Ich werde mal noch ein paar Truppen ausbilden. Ah, super, ey. Echt geil. So leicht geht's, Freunde. So leicht geht's. Komm, ein bisschen osmanische Infanterie. Nee, diese Dingens, diese Al-Hakka-Infanterie wollte ich ja nicht mehr ausbilden. Die waren ja irgendwie... Die sind mir einfach irgendwie zu schnell verreckt. Ich weiß auch nicht. Naja, ich sollte vielleicht auch irgendwo Kavallerie ausbilden, ne? So, Iconium, Konides oder Konides nicht? Hier habe ich auch noch so eine fette Truppe drin sitzen. Achso, das ist nur so Sorstruppen. Oh, ein Ketzer. Ich lebe, um zu dienen, so. Klar, 31. Nur die Feinde meines Volkes müssen mich fürchten. Ja. So, was wollte ich zu Ende bringen? Ja, meinen Gedanken über Westerosos. Also, wie gesagt, wahnsinnig geil, dass da wahnsinnig viele Aktualisierungen jetzt gekommen sind und das Spiel jetzt einfach anscheinend richtig rockt. Ja? Dann habe ich mir gedacht, gut, weil so viele Anfragen eurerseits kamen, lädst es runter, probierst es mal wieder aus. Ja, runterladen, ausprobiert, wollte als House Stark einfach mal testweise starten. Oder ich habe dann auch nochmal einen Versuch mit House Lannister und House Tully gemacht. Ja, Spiel stürzt ab, dachte ich mir, oh fuck, woran wird das wohl liegen? Das Spiel startet in 1280x720p Auflösung und dann dachte ich mir so, boah, naja gut, also wird wahrscheinlich so eine Standardeinstellung vom Spiel sein, mei, wird das Spiel jetzt deswegen nicht ändern. Hab's umgestellt auf Full HD und es ging nicht, ist abgestürzt, also ich hab die Kampagne gestartet, Fatal Graphics Error, dachte ich mir, gut, Source. Startest du das Spiel nochmal, dann war es wieder mit dieser bescheuerten... Oh Gott. So, blockiert den Hafen. Okay. Ich dachte in 5 Runden. Naja, ist ja wurscht. Sass, mitten in der Wüste eine Überflutung. Fast alle meine Gebäude im Arsch. Finde ich toll. Ich habe doch hier sicher irgendwo noch jemanden, der diese neue große Streitmacht anführen kann. Ah ja, Sulaimish Abu Bakr. Sultan. Für heute ist es genug. Was sagte ich? Ach ja, Fatal Graphics Error. Und danach hatte ich einfach keinen Bock mehr. Weil ich hab's dann auch, auf diesen blöden 1280x720 gestartet. Dann ging's ja, aber das kannst du dir ja auf Breitbild nicht antun. Da bekommst du ja instant Augenkrebs. Also das ist jetzt kein Scherz, das ist wirklich so. Es schaut schrecklich aus. Du hast links und rechts so ganz dicke schwarze Balken. Und das Bild ist quasi, also wenn ich hier mal euch das mit der Maus zeigen darf,
hier und hier, also quasi eigentlich so dieser Bereich, so nach oben, stellt euch das vor, ja, und alles rechts davon und alles links davon einfach nur ein schwarzer Balken. Und das ganze Spiel ist in diese Breite hier gequetscht worden. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie heißt der Ungläubige? Gibt es ein Ziel, das ihr im Sinn habt? Junge, du kannst gar nichts. Originaler Nichtskönner. Originaler Nichtskönner. Ja, und damit hat sich das wieder erledigt mit Westeros. Es gibt auch noch andere Medieval-Modifikationen mit Westeros, die habe ich jetzt noch nicht getestet. Vielleicht könnt ihr mir eine gute empfehlen. Also ich bin ja da offen. Bin bereit, kennt mich ja. Gib mir ein Ziel und ich bringe ihm den Tod. Er hätte sich nicht gegen euch richten sollen. Wie heißt der Ungläubige? So. Jetzt endlich mal Durazzo hier angreifen. Junge, Junge. Wir stehen vor ihren Mauern. Beginnt die Belagerung. So, diese Armee ist voll. Diese Armee ist nahezu voll. Was habe ich denn hier? Die werden noch fortgebildet. Dann kann ich noch einmal die. Und unbedingt die. Die sind so awesome. Weil dann kann ich die Armee nämlich hier auf Dingens, auf Bran schicken. Auf Brandon Stark. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Geil. Naja, Third Age ist ja auch toll. Werde ich aber nicht mehr Let's Playen. Also ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt groß noch Medieval Let's Plays machen werde. Gut, das sage ich immer. Und dann habe ich doch irgendwie, packt mich die Lust wieder drauf. Ist genauso wie mit Empire. Das letzte Mal, als ich Empire gespielt habe, habe ich gesagt, oh, ich mache nie wieder ein Empire Let's Play. Dann habe ich wieder eins gemacht. Und ja, Rome 2. Nein, ich liebäugel nicht mit Rome 2. Vergesst es gleich direkt. Könnt ihr gleich vergessen. Attila, höchstens. Ein Together wäre mir ganz lieb bei Attila. Wenn Sven vielleicht mal irgendwann die Möglichkeit hat, an einen besseren Rechner zu kommen, dann, das wäre geil. Dann wären auch die neueren Total War-Teile wieder... Alter, warum kriege ich Leute so illoyale Penner? Dann wären auch die neueren Total War-Teile wieder interessant. Sultan. Aber, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich spiele in letzter Zeit eigentlich auch viele ältere Spiele. Ich habe Siedler 4 mal wieder ausgegraben. Ich habe Schlacht um Mittelerde, das by the way auf Amazon oder auf Ebay oder so für 120 Euro verkauft wird. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, warum. Das sieht so scheiße aus. Das ist epic. Ein Vergnügungspalast, ja. Und zwar liegt das da... Ich werde gerade diese... Scheiße. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was wollte ich sagen? Fuck, wo war ich jetzt gerade? Ich weiß es nicht mehr. Mich hat einfach diese Animation so schockiert. Vor allem der Typ... Wie er ganz gechillt dasteht. Lalala. Wie heißt der? Lalala, lalala. Yes. Oh, Alter, hier muss aufgeräumt werden. Wie mein Sultan befiehlt. Wie lange dauert das eigentlich? 9 Runden bis zur Kapitulation. Alter Schwede, hey. Kann er wohl nicht ganz angehen. So, ja, Kiew. Mit euch wollte ich eigentlich Frieden machen. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Wie wär's, wenn ihr mir mal einen Diplomaten Ziel, schickt? Das ihr im Sinn habt? Ein Geschenk des Sultans. Kaufmann, da, Diplomat. Oder habe ich einen Diplomat? Ich weiß gar nicht mehr. Agenten. Ja doch, da. Wie ihr wünscht? Ach so. Wir hören euch gerne an, aber erwartet nicht zu viel. Ja, komm. Für 100.000... schon Frieden machen. Oh, okay. Sogar sehr großzügig. Ähm.
Machen wir vielleicht mal 50.000. Großzügig, ja. Niemals! Euer Angebot soll uns wohl zum Narren halten. Kommt jetzt etwas Sinnvolles? Oder Großzügiges? Gut, dann halt wirklich. Machen wir halt 100.000, komm. Lassen wir das. Dieses Treffen war recht nutzlos. What? Das ist auch was mich hier so nervt, ne? Die Diplomatie ist echt für'n Arsch. Kannst alles nehmen und in der Pfeife rauchen. So, ich weiß jetzt echt nicht mehr, worüber ich gerade vorhin gesprochen habe. Es tut mir leid, Leute. Ich werde alt. Ich merke schon. Ich muss noch Ungläubige töten. Sultan. Ach so, doch. Ich habe, glaube ich, über Sven und seinen neuen Rechner, also hoffentlich, seinen hoffentlich bald neuen Rechner gesprochen. Weiß aber nicht, wie sich das erfüllen wird. Dann wären ja auch, dann habe ich schon gesagt, oder, dass neuere Titel wieder interessant werden. Wobei, ich versuche jetzt gerade so meinen eigenen Gedankengang wieder aufzurollen. Ja, genau, wobei ich ja letztens auch wieder ältere Spiele gespielt habe. Darüber habe ich gesprochen. Siedler 4, Schlacht um Mittelerde. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Warum das Spiel für 120 Euro oder so auf im Internet vertickt wird, das liegt daran, dass EA die Lizenzen verkauft hat. Wie heißt der Ungläubige? Wer oder was beleidigt euch, mächtiger Sultan? Gebt mir ein Zeug. Und dadurch können keine mehr gefertigt werden. Der hat jetzt natürlich instant geschafft, ne? Achso, der ist auch schon ziemlich nice. Ein Diener Gottes. Hingerichtete Gotteslästerer finde ich immer gut. Und da habe ich ja letztens mal wieder die Kampagne gespielt und muss ja sagen, also ich finde die ja schon echt nice. Also da hätte ich ja, muss ich ja gestehen, auch mal wieder Bock drauf. Jetzt eigentlich mit Kutschuk Arif, oh, der ist eigentlich auch noch nicht so alt. Ja, edler Herr. Und darf der auch einen Teil der Armee anführen. Wie kann ich dienen, Sultan? Sultan! Formieren uns gemeinsam, Sultan! Befehle? Sultan! Wie mein Sultan. Das ist eine eintönige Armee, ha? Wie kann ich dienen, Sultan? Jawohl! Gliedern uns ein! Ja, edler Herr. Naja, das ist ja eigentlich egal. So. Wir stellen uns ihnen ehrenvoll! Na arm! Könnt ihr euch ihnen unehrenvoll stellen, also. Wäre mir auch recht. Da würde ich gerne mal mit euch vielleicht die Kampagne spielen. Also nicht die gute Kampagne, sondern wirklich die Ringkrieg-Kampagne, die Böses-Kampagne. Das wäre, finde ich mal nice. So, ciao. Ja, Sultan, wir sind zum Angriff bereit. Alhamdulillah, wir haben gesiegt. Diese Länder gehören nun unserem Volk. Ja, edler Herr. Wir marschieren beim ersten Tageslicht. Errichte einen Wachposten, mächtiger Sultan. Wir sollten hier rasten, Sultan. Sehr schön. Wieder eine Einkommensquelle. Und damit ist Griechenland geeint. Nice one. Ragusa. Gurken mir eindeutig zu viele Leute rum. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Zwar wie abnehmender Islam. Ich muss noch Ungläubige töten, Sultan. Kann eigentlich mal aufgelöst werden. Was wünscht ihr? Stadttruppen brauche ich jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht. Außer halt in Städten. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. So, da wir jetzt ja mit dem Papst dank des doppelversuchten Mordes an Kaiser Petros, haben wir uns ja jetzt die Gunst des Papstes quasi wiedergeholt. Nice.
ihr wünscht. Teilen die Armee. Das ist dein Ernst jetzt? Unsere Feinde wagen es, uns zu belagern. Wenn sie zuschlagen, werden wir zurückschlagen. Ich werde mich furchtbar dafür rächen. Mhm. Ungläubiger, hier wird Rast gemacht. Wirst du jetzt meine Stadt bestechen? Oder redest du mit mir? Okay, er will meine Stadt bestechen. Natürlich. Also irgendwie hat die Diplomatie in dieser Mod versagt. Zwar werden Bündnisse immerhin nicht gebrochen, aber alle anderen Entscheidungen vom Gegner lassen sich auch null nachvollziehen. Ja, und ich habe mir gerade Tee über mein Hemd gekippt. Beziehungsweise über meinen Hoodie. Ich nehme ja nicht im Hemd auf, also. Nicht mal, als ich mal mit Facecam aufgenommen habe, habe ich das getan. Ach so, Beziehungen jetzt verschlechtert. Ups, und ich habe vergessen, den Diplomaten abzubrechen. Ja, mein Meister. Ich hätte da mit dem hier mehr Glück. Wollt ihr fragen, ob wir einen Frieden schließen? Ja. Wollt ihr uns etwa beleidigen? Unser Gespräch. England würde das nie akzeptieren. Mhm. Was England tun würde, ist doch eigentlich jetzt erstmal egal. Ich muss noch Ungläubige töten. Sultan. Ja, Sultan. Klarer Sieg. Eure Feinde. Das ist das Schicksal aller Ungläubigen, die sich gegen uns stellen. Was wünscht ihr? Inshallah, lasst mich. Sehr gut. Wie kann ich die Angriff. Jetzt die sind der, jetzt sind die großen Armeen weg. Wie heißt der Ungläubige? Dann können wir auch diese byzantinische Prinzessin versuchen zu ermorden. Ich meine, die ist ja sowieso nur im Weg. Weiß ich, ich sehe schon wieder, wie einer von euch in die Kommentare schreibt, oh, Max, ganz der Gentleman. Oh Gott, Versager. Originaler Nichtskönner. Ja, Bukarest wäre schon nicht schlecht. Dann hätten wir nämlich Rumänien unter unserer Kontrolle. Das fände ich gut. Ich muss noch Ungläubige töten. Unsere Feinde werden leiden. Weiter marschiere ich nicht. Kaiser Petrus der Ehrliche. Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Freund. Ja. Ah, Tutush Arif ist volljährig. Exzellent, wo ist... Ah, der sitzt jetzt in Adana drinnen. Mhm. Cool. Ja, klar. Also, hallo? Wie kann ich dienen, Sultan? Vereinen die Armeen. Befehle? Ich weiß, das sollte ich eigentlich nicht mehr tun, dass ich Stadteinheiten dafür verwende, aber... Wir bleiben bis zum Morgengrauen hier. Wie kann ich dienen, Sultan? Wie ihr wünscht. Wir bleiben bis zum Morgengrauen hier. Ups. Sollte ich vielleicht nochmal was reinrekrutieren? So, was... ja, die kann ich jetzt hier natürlich nicht mehr ausbilden. Das muss ich hier machen. Ja, finde ich nämlich super, weil dann kann, wo ist er denn eigentlich? Hier. Befehle. Dann kann Sulaimish, der kann dann nämlich noch eine Armee holen. Morgen machen wir weiter. Finde ich nämlich auch eigentlich, wenn ich so ein bisschen länger drüber nachdenke, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Der kriegt zwar jetzt nicht mehr so ganz die Megatruppen, ne, aber... Die waren besser in der Defensive als die, gell? Ah, oh, okay, nee. Aber die... Na egal, komm. Al-Hakka-Infanterie, was soll der Geiz? Hier hinten schiebe ich immer noch Paras, ne? Warum habe ich eigentlich noch so viele Speerkämpfer, die... Naja, egal. Die wahrscheinlich gegen die Temuriden sowieso keine Chance, wenn die kommen. Wenn sie kommen... Beziehungen zu Russland schrecklich. Ja, weil die natürlich mit Kiew verbündet sind. Ganz großes Kino. Euer Volk ist meiner Predigten nicht wert. Fort mit euch. Beruhig dich doch mal, Junge.
Oh, im Bran sitzt fast nichts mehr drin. Was wünscht unsere Feinde werden leiden. Da lohnt sich doch fast schon ein Angriff. Aber nicht mit denen. Sondern eher mit denen, ja. Ist nur ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und dann noch was davon. Und dann das und ja. Die sollen die Stadt verteidigen, die Armee soll währenddessen weiterziehen. Oh, okay, 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 dann halt nicht. Immer dieses Todesschrei, Mann. Macht er ihn ja fertig. Ja. Natürlich ist wieder irgendwo die Piste ausgebrochen. Wie lautet der Wille des Sultans? Wie kann ich dienen, Sultan? Die Armee der Ungläubigen. Sultan! Ich würde mal sagen, Angriff lautet der Wille des Sultans. So gefällt mir das schon besser. Na, oh, er ist gestorben. Ja. Ja, jetzt nicht ganz so knurke. Unsere Feinde werden. Habe ich nicht in Konstantinopel? Ah, da habe ich noch Chatai Denktasch drin. Dann so die und Denktasch. Schließe mich den Truppen an. Wie lautet der Wille? Na'am, Sultan. Wir werden diesen Tag als Sieger erleben. Na, ich hoffe mal. Ich muss noch Ungläubige. Warum sind denn jetzt bitte schon so viele gestorben? Gibt es dafür irgendeinen logischen Grund? Nein, natürlich nicht. Oh. Ja, die bitte fortbilden. Ich glaube, die Ballistentürme ziehen wir an der Stelle mal vor. Umgekommen durch einen Akt Gottes. Attentäter, Region Venedig. Mhm. Ach nee, er war Attentäter. Aber er wurde vom Blitz getroffen, okay. Ein fremden Attentäter zum Opfer gefallen, Mustafa Cavour. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Ist echt ist bei einem Sturm ums Leben gekommen. Wie peinlich ist das denn, Junge? Ich muss noch Ungläubige töten. Wir rücken ab, Sultan. Was wünscht ihr? Galor! Ja. Wie ihr wünscht. Okay, ich muss hier jetzt echt aufpassen. Das könnte hier jetzt ganz schnell doof enden für mich. Na Arm! Wir rücken ab, Sultan! Wie kann ich dienen, Sultan? Vereinen die Armee! Sultan! Was wünscht ihr? Reiterei wohl. Wir sind nicht so dumm, als dass wir mit dem Feind Geschäfte machen würden. Wie kann ich... Wir rücken ab, Sultan! Wir sind nicht so dumm! Ich muss noch Ungläubiger töten, Sultan! Wie kann ich die... Unsere Feinde werden leiden. Na Arm, wir marschieren. Ledern und Sultan. Ja. Na Arm, wir rücken ab, Sultan. Morgen geht es weiter, mächtiger Sultan. Jalo! Formieren uns gemeinsam, Sultan. Ich halte nach wie vor nichts davon, Belagerungswaffen mitzunehmen. Ich beschäftige mich. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Ja, du lebst, um dumm zu sein, Junge. Ich bringe ihm den Tod. Wahnsinn. Ja, aber liebe Freunde, dieser Part neigt sich dem Ende entgegen. Ich hoffe doch sehr, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Griechenland haben wir vereint. Jetzt geht's gegen Osteuropa. Und wenn es wieder heißt, Let's Play Medieval 2 Total War. Bis dahin. Ciao, macht's gut, Freunde.